Elias Stefanescu für GMP1 TV, Samir El-Khawad hier an meiner Seite bei GMC 16 mit ihrem Team. Wirklich wieder einen erfolgreichen, tollen und sehr spannenden Kampf gehabt. Ja, gratuliere dazu. Vielleicht nochmal aus deiner Sicht, ja, wie hast du das Ganze erlebt gegen Paulina? Es war auf jeden Fall interessant. Also sie war jetzt keine einfache Gegnerin, ne? Sie hat mir auch nichts geschenkt und ja, war auf jeden Fall ein schöner Kampf. Wir hatten im Vorfeld schon ein bisschen spekuliert, dass wahrscheinlich Ioane, du auf dem Boden will, dich versuchen wird, dann irgendwie ins Grappling zu bringen. Deine Stärke natürlich, die harten Punches und Knie. Ist dir aber sehr gut gelungen, die Takedown-Defense. Wie hast du das Ganze selbst erlebt und wie schwierig war das Ganze auch umzusetzen, was du dann trainiert hast? Also ich habe auf jeden Fall das umgesetzt, was ich getrainiert habe. Ich habe mich auch darauf eingestellt, dass sie einen Takedown machen oder mehrere Takedowns machen wird. Wollte natürlich klar im Stand bleiben, hab's zum größten Teil dann auch geschafft. Ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, das, was wir trainiert haben. Genau, ich wollte gerade sagen, das hat wirklich gut geklappt. Sehr gute Takedown-Defense. Du konntest im Großteil auch die Position immer wieder drehen, dich selbst dann sozusagen drauflegen in ihre Guard und von dort agieren. Wie hast du dich gefühlt auf dem Boden, als du dann ein paar Ellbogen, ein paar Schläge, Hammerfist und so weiter bringen konntest? Hattest du jemals das Gefühl, dass sie langsam einbricht? Man hat am Ende gesehen, sie hat ein sehr großes Hämatom über dem rechten Auge, das angeschwollen ist. Also die hat auf jeden Fall besser durchgehalten, als ich gedacht habe. Weil es sind viele Schläge reingegangen, die sie wirklich gut durchgehalten hat. Und davon auf jeden Fall auch rausgegangen, dass sie eigentlich so eine Ende der zweiten, Anfang der dritten, also quasi einbricht. Ich muss schon sagen, Paulina echt sehr tapfer, hat echt bis zum Ende durchgehalten. Die hat auch ein, zwei Mal so in die Ecke geguckt, den Kopf geschüttelt, so nach dem Motto, so, oh, ich krieg sie halt nicht runter und so weiter. Wir haben uns natürlich sehr, sehr stark darauf vorbereitet, in allen Lagen quasi fit zu sein, auf dem Boden sowie auf dem Stand sowieso. Es hat ein super Stand-up und das haben wir natürlich versucht auszuspielen. Der Mimo natürlich übernimmt immer mehr und mehr die Arbeit auf dem Boden jetzt bei uns. Ich bin froh, dass wir ihn im Team haben und dass er uns natürlich immer wieder unter die Arme greift. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Der macht sehr, sehr gute Arbeit. Das hat man heute einfach gesehen bei den Zeugkämpfern. Und das ist auch zum Erfolg heute gekommen. Bei Samir hat man das richtig stark gesehen. Also weder im Bodenkampf war irgendwie in einem Bedrängnis, immer wieder super Positionen geschafft zu holen, zu halten, auch teilweise auch mit Ground and Pound anzusetzen und so. Also ich bin. Genau, also ich wollte gerade sagen, im Vergleich zum letzten Kampf hat man auf dem Boden eine sehr große Steigerung gesehen. An dich wahrscheinlich nochmal ein großes Lob, dass das auch wirklich gut geklappt hat. Vielleicht nochmal eben die Frage nach außen. Wie hast du das erlebt? Du hast sicherlich noch ein paar Tipps reingerufen und so weiter. Es gab hier ein, zwei Situationen, wo man dachte, oh, jetzt kommt vielleicht ein Triangle, aber hat sie souverän gemacht. Wie hast du das Ganze gesehen? Ja, wir haben also in der Kabine noch ein paar Sachen trainiert und das hat sie eigentlich super umgesetzt. Und von mir aus gibt es heute nichts zu meckern bei ihr. Hat eine harte Vorbereitung, ja. Frauen halt, ne? Aber am Ende hat sich doch ausgezahlt und ja, wir sind stolz auf sie auf jeden Fall. Ja, klasse. Ich glaube, als Kämpferin gibt es ja kaum was Besseres, was man hören kann, dass alle zufrieden sind in deiner Ecke. Nicht ganz zufrieden kann Paulina sein im Vorfeld, jedenfalls auf der Waage hat man erlebt, dass das Gewicht nicht gepackt hat. Wie habt ihr das Ganze mitgenommen und wie hast du es vielleicht mental auch erlebt als Gegnerin? Wie geht man damit um, wenn man sieht, dass die Gegnerin 1,6 Kilo drüber ist? Ich muss jetzt erstmal was dazu sagen. Also wir kennen das ja schon in der Vergangenheit vom CCC, dass da einfach keiner sein Gewicht bringt. Also wir haben jetzt zweimal gegen diese Herrschaften einen Kampf angenommen. Ja, und zweimal kommen die Leute mit deutlichen, und ich rede wirklich von deutlichen Übergewichten. Beim ersten Kampf von Mohamed gegen den Ruben musste ich sogar absagen, weil der einfach über 2,5 Kilo schwerer war. Beim zweiten Kampf war der einfach fast ein Kilo schwerer und musste dann halt irgendwie nochmal Gewicht im zweiten Anlauf. Hat der dann noch mit Ach und Krach geschafft und wir wollten halt den Kampf ja unbedingt haben. Dann habe ich gesagt, komm, jetzt kann man den halt nicht nochmal absagen. Aufgrund von ein paar hundert Gramm und jetzt halt wieder das gleiche mit über 1,5 Kilo. Das sind so Sachen, einfach ein komplettes No-Go. Das ist auch ein Zeichen für mich persönlich, was ich auch einfach an das Team und an das Gym weitergebe, dass definitiv Kämpfer jetzt gegen dieses Team nicht mehr gestellt werden, weil das einfach komplett unprofessionell ist. Ich kann das verstehen, bei Mädels ist es halt, muss ich die Paulina allerdings in Schutz nehmen. Ich weiß, dass bei den Mädels halt immer ein bisschen aufgrund weiblicher Probleme da immer ein bisschen Gewichtsprobleme auftreten können. Das nehme ich halt vorab halt schon auf meine eigene Kappe, aber
wie gesagt, ich bin sehr, sehr unzufrieden. Das ist einfach ein unprofessionelles Verhalten und das wird auf jeden Fall Konsequenzen mit sich ziehen. Ja, dann hat Nordin, glaube ich, alles für dich beantwortet. Letzte Frage an dich. Wie geht's mit dir weiter? Was planst du als nächstes und ja, wie zufrieden bist du mit deinem Kampfrekord jetzt? Es geht ja immer weiter all the way up, wie Nordin schon im Cage gesungen hat. Also ich bin bis jetzt eigentlich ganz zufrieden. Ja, für die Zukunft überlasse ich also den Nordin die Planung. Ja, ich weiß jetzt noch nicht, was kommt. Offen für alles. Wir sind offen für alles. Ich habe für jeden einzelnen Kämpfer, der bei mir ist, immer große Pläne. Vorausgesetzt ist natürlich immer, dass der das Herz am richtigen Fleck hat. Das ist der Unterschied zu mir und anderen Gyms. Ich suche mir die Leute aus, die bei mir sind. Und der da nicht reinpasst, der wird hinaus begleitet oder hinausgetreten. Das kann er sich dann im Endeffekt dann aussuchen. Und die Leute, die ich halt habe, auf die baue ich immer auf. Und das ist mein großes Vertrauen. Und die Ziele sind, wie du eben schon gesagt hast, All the Way Up war mein allererstes Lied, was ich gekämpft habe, womit ich auch eingegangen bin. Und das hat eine große Bedeutung für mich. Und das Gleiche geht für meine Kämpfer natürlich auch, angefangen von Samia bis Mohammed bis jeden Einzelnen. Ja, schönes Schlusswort. Ich danke euch. Ja, bleibt gesund, feiert schön und dir noch ganz viel Erfolg natürlich für deinen nächsten Kämpfer. Du hast ja noch einiges vor heute. Danke.